Wir freuen uns, dass Sie gekommen sind. Wir, das ist der Kollege Loch, als stadtbekannter Kinderarzt, der schon viele Wolfenbütteler Kinder, glaube ich, beim Großwerden begleitet hat. Kollege Diesel und ich, wir kommen aus dem städtischen Klinikum. Wir haben ja auch unser Trikot angezogen, dass Sie uns erkennen können. Und wir wollen heute ein bisschen informieren über Corona-Impfung mit Blick auf Impfung von den Kindern. Der Impfstoff ist jetzt ab 5 Jahren zugelassen und es gibt da doch, glaube ich, einfach Informationsbedarf. Sie können sich sicherlich vorstellen, dass wir der Meinung sind, dass Impfen eine gute Sache ist. Denn unsere Kinder sind auch alle geimpft und Enkelkinder. Von 5 bis 17 alle. Und das andere, was ich von vornherein sagen will, wir wollen gar keine politische Diskussion heute hier darüber führen, sondern wir wollen inhaltlich darüber reden und dann auch alle Fragen, die Sie noch haben, beantworten. Das wird jetzt heute aufgezeichnet hier, letzte Woche noch nicht, weil der Wunsch da war von Mitbürgern, Wolfenbüttlern, die jetzt es nicht hierhin schaffen, dass sie sich das dann auch mal online angucken können. Das heißt, es gibt jetzt hier einen Videomitschnitt von uns hier vorne. Also Sie müssen keine Angst haben, es wird hier keiner gefilmt, findet sich keiner im Netz wieder. Nachher die Fragerunde, wenn Sie Fragen haben, die zeichnen wir gar nicht mehr. Also die wird zwar aufgezeichnet, weil das jetzt mitläuft, aber das wird auch nicht veröffentlicht, weil das nachher auch den Rahmen dann einfach sprengen würde. Letzte Woche waren wir 1,5 Stunden hier zugange. Das wäre dann ein Clip, der 1,5 Stunden dauert, das guckt sich eh keiner an. Also keine Sorge, passiert nichts mit Ihren Bildern oder Daten. Aber jetzt wollen wir mal loslegen. Wie wollen wir uns jetzt hier den Abend versüßen, dem Thema nähern? Als erstes einmal ein bisschen über Virusvermehrung. Also was passiert, wenn ich mich mit dem Coronavirus infiziere? Das hat jetzt mit Kindern noch überhaupt nichts zu tun, weil das ist bei jedem Menschen gleich. Was macht das Virus in mir? Nicht an Krankheitsfolgen, sondern was passiert da auf zellulärer Ebene und wie vermehrt sich das Virus? Dann, was macht mein Körper damit? Das ist dann die Immunreaktion auf diesen Eindringling, der da kommt. Und dann geht es eigentlich auch schon direkt weiter von der Logik her. Was macht ein Impfstoff eigentlich? Wie hilft der oder was kupfert der ab von der normalen Infektion, ohne dass man krank wird? Was gibt es da für Impfstofftechniken? Also jetzt nicht, wie piekst man in den Arm, sondern wie baut der Pharmakologe einen Impfstoff? Und was gibt es da für verschiedene? Jetzt ganz konkret, was die Corona-Impfstoffe angeht, die es auf der Welt gibt. Was gibt es für Nebenwirkungen? Was sagt der Hersteller, was sagt die Literatur und was haben wir mittlerweile gesehen? Also wir haben weit über 1.000 Kinder schon geimpft und ich weiß nicht, wie viele Tausende Erwachsene. Wir sind, glaube ich, am 10. Januar letzten Jahres haben wir angefangen mit Impfen im Klinikum, im Personal, auf der Intensivstation. Also da haben wir schon einige gesehen und diese Nebenwirkungen, die beschrieben sind in der Literatur, sind auch die wir gesehen haben. Das Thema Spätfolgen, weil das ist ja so eine Sache, die einem auch so ein bisschen noch unter den Nägeln brennt, das ist alles neu. Gibt es denn vielleicht irgendwas, was man jetzt noch nicht kennt, was dann in 10 Jahren auftritt und das ist gerade was Eltern angeht, die Frage habe ich mir natürlich auch gestellt, bevor ich meine Kinder geimpft habe. Da ein bisschen kurz drüber sprechen, dann ein Thema, was ich sehr wichtig finde, was habe ich eigentlich, ja so krank, nicht krankheitsverlaufmäßig, sondern was habe ich von einer Impfung oder einer Infektion, was das weitere Ausbreiten angeht und meine eigene Infektiosität und da ist das Schlagwort einfach Viruslast. Dann kommen häufige Fragen. Häufige Fragen heißt, wir haben irgendwie 18 Fragen jetzt schon mal, die wir an die Wand werfen, die uns schon gestellt wurden, jetzt in den letzten Monaten von Eltern, von uns als Eltern, von Kollegen. Da sind schon mal viele Fragen dabei, die wir dann abarbeiten können. Und dann sind wir eigentlich mit unserer Sendeveranstaltung durch und dann können Sie senden und wir stehen Ihnen dann mit Rat und Tat, na, erstmal nur mit Rat, Tat nicht, zur Seite. Los geht's, Virusvermehrung. Wir sind ja alle mittlerweile kleine Virologen und nicht mehr Bundestrainer. Aber was passiert denn wirklich auf zellulärer Ebene? Ich glaube, das ist mittlerweile auch nicht mehr so im Blick. Es passiert Folgendes, dieses Coronavirus
ist ziemlich nutzlos als solches, als eigenes. Das kann sich noch nicht mal vermehren und ist wie so ein, ja, wie ein Parasit, ist das Coronavirus auf die menschliche Zelle angewiesen, um in der Zelle sich selber zu vervielfältigen. Das nächste, was man dazu sich merken muss einfach, ist das Wort RNA. Heißt, das Coronavirus komplett ist ein RNA-Virus und setzt sein ganzes, seinen ganzen Bauplan, das ist die RNA, also das ist das genetische Material des Coronavirus, setzt es in meiner Zelle frei und meine zellulären Mechanismen, die eigentlich dafür da sind, Hormone zu produzieren oder andere Stoffe in meinem Körper, die werden dann quasi gekapert und vermehren dann dieses Virus selber mit der eigenen Kraft und dann kommt unten aus der Zelle ganz viel mehr Virus raus und das geht exponentiell und irgendwann ist es so viel Virus, dass man krank wird. Und was macht jetzt mein Körper, wenn er dieses Virus eingefangen hat, das sich jetzt in mir vermehrt oder in meinem Sohn? Das ist völlig wurscht. Es findet eine Gegenantwort statt, eine Abwehrreaktion findet statt des Körpers. Und er versucht jetzt diesen Eindringling, der sich gerade vermehrt, zu bekämpfen und ja, platt zu machen, ihn wieder rauszuschmeißen. Und damit die körpereigene Abwehr irgendetwas bekämpfen kann, muss es erstmal erkennen. Das heißt, es muss was passieren, dass meine Abwehrzellen, also es ist halt nicht so einfach mit der Körperabwehr, es ist nicht ein System, sondern es sind mehrere Systeme, die ineinander greifen. Es muss für diese Systeme, da sind Leukozyten, weiße Blutkörperchen, die dann was wegknabbern, muss es erkennbar gemacht werden. Und da kommt dann der Antikörper ins Spiel und dieser Komplex aus Antikörper und Antigen. Antigen ist das, was eindringt in den Körper. Das ist dann das, was interessant wird. Das sieht man jetzt hier. Das Coronavirus, das wissen wir jetzt alle, das ist das grüne Ding in der Mitte mit diesen Pinöpeln obendrauf, diese Spike-Proteine, die ein Oberflächenmerkmal darstellen und die Braunschweiger, die hier dann rumfleuchen, setzen sich irgendwo auf ein wiedererkennbares Merkmal drauf und bilden dann einen Komplex, dann wird das Ding groß. Also das ist immer noch mini, aber wird das größer und dieser Komplex wird erkennbar von meinem Immunsystem und dann kann es das ganze Ding wegfressen. Und der Braunschweiger, der ist auch sehr kleinteilig organisiert, der braucht nur ein ganz, ganz, ganz kleines Wiedererkennungsmerkmal auf der Oberfläche von so einem Eindringling, jetzt von dem Coronavirus. Und das ist noch nicht mal dieses ganze Spike-Protein, sondern davon auch nur ein ganz, ganz kleines Stück. Das erkennt er dann und dann setzt er sich da drauf an mehreren Stellen und dann ist das Ding für mein Immunsystem erkennbar. Das heißt, es geht hier nur wirklich um so ein kleines Fitzelchen, das mein Immunsystem benötigt, um das Virus zu bekämpfen. Man braucht nicht das vom Prinzip das ganze Virus. Und jetzt mal weg von dieser zellulären Ebene ins echte Leben. Die älteren Eltern unter uns können sich an den noch erinnern. Das ist der Gegenspieler von James Bond gewesen, der Beißer. Und der sieht jetzt nicht aus wie das Coronavirus, es funktioniert aber eigentlich genauso. Als solcher ist der ganze Kerl ziemlich übel, hat auch schon den einen oder anderen umgebracht. Aber wiedererkennbar wird er nicht an seinen schönen Augen, sondern an einer ganz kleinen anderen Stelle. Dabei erkennt man den im Dunkeln auch immer wieder. Und da ist die Analogie eigentlich zu sehen. Und man braucht nur ein kleines, kleines Stück, also ich jetzt von diesem Beißer, um vor dem wegzulaufen, und mein Immunsystem von dem Coronavirus nur ein ganz kleines Stück, um das erkennbar zu machen und dann zu bekämpfen. Und da ist man jetzt schon bei den Impfstoffen. Wie schafft man jetzt so ein kleines Stück in mich rein, dass sich das dann so meinem Immunsystem präsentiert, dass da ein Gedächtnis aufgebaut wird? Weil das passiert bei jeder Infektion, ist bei der ersten Infektion halt träge, dann sind Gedächtnismechanismen da und beim nächsten Mal geht das alles viel schneller und dann kann sich das Virus gar nicht so vermehren, dass es mich schwer krank macht oder überhaupt krank macht, je nachdem. Es wird schneller niedergeknüppelt. Dafür muss aber erstmal bei der Infektion ist alles drin, aber bei der Impfung muss ein kleines Teil muss in mich reinkommen. Die Urmutter der Impfung sind Lebendimpfstoffe. Das heißt, da werden lebende Viren in einer ganz kleinen Dosis verabreicht, Masern, Mumps, Röteln auch. Und dann findet diese Immunantwort statt. Also das ist wie eine kleine Infektion. Da es nur so wenig ist, wird man nicht krank.
gibt es halt immer noch, Masern-Mumps-Röteln-Impfung. Aber bei vielen anderen Krankheiten, gegen die jetzt geimpft wird, ist man dahinter gekommen, das funktioniert halt nur begrenzt, weil man mitunter doch krank wird. Also dass auch kleine Mengen, die zu einer Immunantwort führen, trotzdem die Menschen krank machen. Also hat man sich was ausgedacht und das weiterentwickeln, dann sind diese Totimpfstoffe halt pharmakologisch gebaut worden, immunologisch. Und das heißt, über alles, was wir hier die ganze Zeit reden, auch in der Presse, wir warten auf den Totimpfstoff, das sind alles Totimpfstoffe. Es gibt gegen Corona keinen Lebendimpfstoff. Nach den Lebendimpfstoffen in der quasi Evolution der Impfstoffentwicklung kamen dann ganze Viren, die man abgetötet hat oder nicht krankmachend gemacht hat in irgendeinem Bioreaktor und hat das ganze Virus verimpft. Das Virus war aber oder ist nicht mehr infektiös und dann passiert diese Immunantwort, wie eben beschrieben. Weitergedacht haben sich die Pharmakologen, eigentlich reicht ja, wenn ich ein kleines Stückchen nur verimpfe, das dann nur diese Oberflächenmerkmale transportiert. Das heißt, gar nicht das ganze Virus, sondern nur ein Teil des viralen Genoms, Erbguts verabreiche oder dieser Oberfläche. Und dann hat man aus dem Virusgenom ein Stück ausgeschnitten, das jetzt für diese kleine Antenne da oben kodiert. Und die will man in den Impfling oder in mich reinbringen. Und da ist das ein Problem, dass diese RNA sehr anfällig ist. Also die geht einfach kaputt. Die hält nicht lange. Man braucht dann irgendein Vehikel, um das in die menschliche Zelle reinzubringen. Das ist bei der Infektion das ganze Virus. Das hat ein Schutzschild und schafft den Weg in den Körper oder in die Zelle rein, in meine. Und dann ist die Idee entstanden, ich schneide ein Stück aus dem viralen Bauplan aus und nehme ein anderes Virus, das nicht krank macht. Und das ist jetzt ganz konkret der Impfstoff von AstraZeneca. Da hat man ein kleines Fitzelchen ausgeschnitten aus dem Coronavirus und das in ein Affen-Schnupfenvirus eingebaut. Also wirklich Schnupfenvirus eingebaut. Und dieses Virus schafft den Weg in die menschliche Zelle, macht aber nicht krank. Also kann man sich vorstellen, wenn man im Zoo ist und durchs Affenhaus geht, die haben alle Schnupfen. Habe ich, wenn ich hinten rausgehe, keinen Schnupfen, weil dieser Schnupfenvirus sich auf Affen spezialisiert hat und nicht auf Menschen. Und so funktioniert dann da der Weg in die menschliche Zelle über halt so einen Vektor, deswegen heißt das Vektorimpfstoff. Der Vektor ist das Vehikel, das ist der Schnupfenvirus vom Affen. Eine andere, ganz andere Technik, wie man ein bisschen Antigen, also erkennbares Fremdgut reinkriegt, ist, indem man nur dieses Spike-Protein oder einen Teil davon nachbaut im Reagenzglas. Das ist jetzt dieser angebliche Totimpfstoff, das sind alles Totimpfstoffe, wie gesagt, von Novavax, der jetzt bald in den nächsten Wochen zugelassen wird. Da wird nur dieses Spike-Protein verimpft. Das wird hergestellt im Reagenzglas mit Hilfe von irgendwelchen Insektenzellen. Wird es dann da gebaut von der Insektenzelle, nicht von der menschlichen Zelle, und dann wird dieses Spike-Protein verimpft. Und die jetzt im Moment modernste Technik, die aber auch schon 10 Jahre alt ist, kommt aus der Krebsforschung eigentlich, ist, dass man ein Stück RNA nimmt und jetzt kein Affenvirus, um das in die Zelle reinzukriegen, sondern es ist den Pharmakologen gelungen, das in so eine Fetthülle zu packen. Und diese Fetthülle schafft durch elektrische Ladung den Weg in die menschliche Zelle. Und dann ist dieses kleine Schnipselchen in meiner Zelle drin und kann da dann nachgebaut werden und unten dieses Spike-Protein freisetzen. Wenn man sich überlegt, bei der Infektion kriege ich die ganze RNA des Coronavirus ab. Es wird alles nachgebaut. Bei der RNA-Impfung wird ein kleines Stückchen, oder bei der Vektorimpfung auch, ein kleines Stückchen kriege ich ab. Und es wird nur ein kleines Stück des Virus nachgebaut. Aber es geht nur um so ein kleines Fitzelchen. Das darf man nie vergessen, das ist auch meine Lieblingsfolie. Gut, Nebenwirkungen, was sagt die Literatur, was sagt die Zulassungsstudie aus Ende 20 und was sagt das, was wir wirklich sehen? Das ist eigentlich relativ einfach. Das sind normale, lokale oder generalisierte Immunreaktionen. Brauche ich jetzt nicht vorlesen, das ist alles nichts Dramatisches. Interessanter sind ja jetzt
die Sachen, die eventuell dramatisch verlaufen. Da ist einmal die Myokarditis, die durch die Presse geht, und Thromboseneigung. Das sind die beiden Sachen, die aufgrund der ganzen stattgehabten Impfungen jetzt mittlerweile auch bekannt sind. Und die Wahrscheinlichkeit ist bekannt und so weiter. Das mit der Myokarditis, das findet bei den RNA-Impfstoffen, hauptsächlich bei dem von Moderna, bei Männern unter 30 scheint da ein erhöhtes Risiko zu sein. Und das mit den Thrombosen, da geht es um den Impfstoff von AstraZeneca. Die ganze Überlegung dazu, was man da im Hinterkopf behalten muss, ist, bei einer Infektion mit dem Coronavirus ist das Risiko, egal ob für Thrombosen oder für Myokarditis, um mindestens das 100-fache erhöht im Vergleich zum Risiko, das die Impfung auslöst, bei nicht geimpft sein. Und da im Moment die Welle ja über uns drüber rollt und wir werden uns alle anstecken. Also ich werde mich auch anstecken. Ich bin geboostert, ist trotzdem, ich werde mich anstecken. Ich werde irgendwann dieses Virus abkriegen und das ganze Virus. Insofern ist eigentlich die Diskussion darüber, über die Erhöhung des Risikos, müßig. Das wäre spannend, wenn man als Eremit sich jetzt absiedeln könnte und sagen, ich kriege eh die Infektion nicht. Aber wahrscheinlich ist es, oder nee, ich bin davon überzeugt, es ist eigentlich egal, weil ich werde es abkriegen irgendwann. Nichtsdestotrotz sind diese Spätfolgen was wirklich Unsicherheit erzeugt. Und da kann man jetzt mal, wenn man jetzt mal die akute oder aktuelle Diskussion außer Acht lässt, einfach mal ein bisschen zurückguckt zur letzten, das war noch keine Pandemie, aber es drohte eine zu werden, das mit der Schweinegrippe vor ein paar Jahren. Da wurde dann auch geimpft, wurde ein Impfstoff entwickelt und es wurden ja auch Menschen, viele Menschen, nicht so viele wie jetzt, bei weitem nicht so viele, wurden dann geimpft. Und dann kam nach ein paar Jahren raus, dass es da Spätfolgen gibt, so eine Schlafkrankheit, Narkolepsie. Und das wird jetzt auch immer wieder angeführt. Es gibt Spätfolgen nach ein paar Jahren, die dann auftreten. Und das ist falsch, das stimmt nicht. Es ist einfach polemisch, wird das hergezogen. Es stimmt, dass es einen Zusammenhang zwischen der Schweinegrippeimpfung und Narkolepsie gibt. Das ist aber keine Spätfolge. Das ist immer und bei allen Fällen, die es da gibt, ist das innerhalb von ein paar Wochen aufgetreten. Nach 4 bis, glaube ich, 8 Wochen ist das aufgetreten. Es hat aber Jahre gedauert, bis das einer geschnallt hat. Weil um einen statistischen Zusammenhang zwischen irgendeiner Maßnahme A, Impfung, und Folge B herzustellen und sagen, das stimmt auch, da ist ein wirklicher Zusammenhang, das ist kein Zufall, müssen x Millionen Anwendungen stattfinden bei so seltenen Sachen. Das sind ja alles total seltene Sachen. Das ist ja nicht 50%, sondern ist ja irgendwo im Promillebereich angesiedelt. Und da müssen Millionen von Anwendungen stattfinden, bis man diesen Zusammenhang herstellen kann und den auch belastbar herstellen kann, sagen, so, das ist so. Und bei der Schweinegrippe hat das halt 4, 5 Jahre gedauert, bis so viel Impfungen überhaupt durchgeführt wurden, die dann in diesen Überwachungsmechanismen, dass das dann aufgefallen ist, da ist ein Zusammenhang. Und da kann man jetzt einfach ganz entspannt zurücktreten, weil schon mittlerweile viel mehr Corona-Impfungen durchgeführt wurden als jemals Schweinegrippe-Impfungen. Und die Überwachungsmechanismen laufen ja. Sonst wüssten wir das nicht mit der Myokarditis, sonst wüssten wir das nicht mit den Thrombosen. Das ist ja immer sofort. Also wenn man sich da an ein Jahr jetzt zurückdenkt, das war ja so Februar, März, April letzten Jahres, da war dieses ganze Hin und Her, ab wie vielen Jahren jetzt, also ging es ja um den AstraZeneca-Impfstoff. Dann erst nur die Alten, dann plötzlich die Jungen, dann wieder nur die Alten. Und das waren alles folgerichtige Reaktionen auf die Erkenntnisse, die dann halt aufgrund der wirklich millionenfachen Impfung auf der ganzen Welt ist es aufgefallen, hat man das analysiert, ausgewertet, fertig, und jetzt weiß man, woran man ist. Dasselbe gilt jetzt für die Myokarditis. Und was jetzt die Kinder angeht, da laufen die Impfungen seit September und das sind jetzt auch schon auf der Welt, ich weiß nicht, ob wir schon im Milliardenbereich sind, aber so wirklich viele, viele Millionen Kinderimpfungen sind auf der Welt gelaufen, jetzt seit Anfang Dezember impfen wir in Deutschland auch wirklich im großen Stil. Das heißt, die Daten liegen vor. Insofern habe ich überhaupt keine Angst vor Spätfolgen heute. Also am ersten Tag, also weiß ich, ich glaube, ich habe am 10. Januar 2020 meine erste Corona-Impfung, kriege ich schon ein komisches Gefühl. Also da gab es noch gar keine Daten dazu. Die sind aber im letzten Jahr in so einer Fülle über die ganze Weltbevölkerung aufgelaufen, dass ich da jetzt überhaupt keine Muffe mehr habe. Und da
das jetzt runtergebrochen auf die Kinderimpfung auch, weil da schon so viele Millionen jetzt gelaufen sind, die weit das Maß der Schweinegrippeimpfung übersteigen. So, das andere Thema jetzt nochmal, Viruslast. Das ist nur ein Bild, das an der Wand ist. Der Inhalt darauf, der spielt jetzt überhaupt gar keine Rolle. Was ich sagen will oder was wirklich wichtig ist, bei der Infektion jetzt mit dem Coronavirus gibt es zwei Determinanten, die das Weitere dann bestimmen. Das Weitere heißt mein Krankheitsverlauf und meine Infektiosität. Und die Determinanten sind zum einen, wie viel kriege ich bei der Infektion ab, also welche Dosis an Virus prasselt auf mich ein und wie gut ist meine Abwehrlage. Und wenn man jetzt da aufzäumt, ist klar, also weil ich ganz am Anfang, da kommt Virus in mich rein, das vervielfältigt sich in meiner Zelle und mein Immunsystem muss dagegenhalten. Je mehr am Anfang kommt, das geht exponentiell, also wenn man das jetzt nicht in irgendeiner reellen Dosis, sondern einfach abstrakt sagt, ich kriege zwei Virus ab am Anfang, dann können die sich vermehren. Ich kriege am Anfang aber 100 Virus ab, dann sind diese 100 natürlich viel schneller dabei, sich zu vermehren. Das ist das Erste, was auf der Hand liegt. Das andere ist meine Gegenwehr, die dagegen hält. Und da wissen wir auch, je besser das Immunsystem ist, da müssen wir noch gar nicht von der Impfung reden, desto besser kriegt es dann diese 2 oder 100 Virus in den Griff. Je älter die Menschen sind, desto wahrscheinlich über die Zeit abgenutzter ist das Immunsystem und es kriegt die nicht so gut in den Griff. Deswegen waren auch die Patienten, die wir in der ersten Welle auf der Intensivstation gesehen haben, das waren halt alte Menschen, die mit auch 2 oder 3 Virus, die sie abgekriegt haben, schlecht zurechtgekommen sind und dann wirklich sterbenskrank geworden sind oder auch daran gestorben sind. Nichtsdestotrotz ist da ein ganz klarer Zusammenhang zwischen Güte meines Immunsystems und Möglichkeit, dass jetzt die 2 oder 100 Virus niederzuknüppeln. Und die Güte des Immunsystems kann man einfach durch entweder stattgehabte Infektion oder Impfung verbessern. Und es ist egal, ob ich 80 bin, dann wird es besser. Es wird nicht so gut wie bei einem 20-Jährigen, aber es wird immer noch besser als ohne Training. Und der 20-Jährige, da ist es durch das Training, also Impfung ist wie Training, auch besser und kommt dann mit der Menge Virus, die einen erreichen, besser zurecht. Und die Menge Virus, die mich jetzt erreicht, führt dann dazu, wenn sich es vervielfältigt, je nachdem, was ich dagegen tun kann, wie schwer krank ich werde, aber auch, wie viel ich wieder ausscheide. Ich bin ansteckend. Also ich infiziere mich jetzt mit einer Menge X, mein Immunsystem hält dagegen, ich werde aber, das ist bewiesen mittlerweile, ich werde eine begrenzte Zeit lang das weitergeben können. In einer kleineren Menge und in einer kürzeren Zeit. Und das ist eigentlich der logische Schluss daraus. Je mehr Menschen geimpft sind und das Virus dann untereinander weitergeben, desto weniger macht es. Also der Erste kriegt dann vielleicht durch sehr enge Nähe von einem Ungeimpften, sagen wir mal einfach hingesponnen, 100 Virus ab. Das eigene Immunsystem kommt damit gut zurecht. Dann gibt es ein bisschen Abstand, dann steckt er den Nächsten an, nur noch mit 20 und dann nur noch mit 2 und dann nur noch mit 1 und dann läuft sich das eigentlich tot. Und selbst wenn dann irgendwann eine vulnerable Person in diesen Infektionszyklus reinkommt, also die Oma, die nicht geimpft ist oder die Impfung zu lang her ist oder die nicht auf die Impfung reagiert hat wegen irgendeiner Therapie, dann macht es bei der Oma natürlich dieses eine Virus, das ankommt, viel weniger als die 100, wenn Enkel mit dem spielt, mit der Oma. So viel nochmal zu dem Hintergrund, was Viruslast angeht und was da die Impfung macht. Und jetzt sind wir schon mal bei den mitgebrachten Fragen und die, da öffnen wir jetzt quasi zwar noch frontal, aber schon mal so ein bisschen den Diskurs hier zwischen uns auch. Ich muss auch mal die Stimmbänder schonen. Wird mein Kind unfruchtbar? Das ist so die interessanteste Frage, die jetzt umformuliert ist, weil das war auch bei vielen Mitarbeitern im Krankenhaus, also Krankenschwestern im gebärfähigen Alter, ganz am Anfang letzten Jahres, werde ich jetzt unfruchtbar? Das ging durch die Presse und es ist einfach völliger Blödsinn. Da kann zellulär überhaupt nichts passieren, weil das Nächste ist jetzt auch das mit dem Erbgut. Diese RNA, die
Das Virus hat als Ganzes bei einer Infektion und bei der Impfung als kleines Stück hat nichts mit meinem eigentlichen Erbgut zu tun. Das ist DNA, die sind getrennt voneinander. Das kann Roland eigentlich noch mal ein bisschen besser, glaube ich, erklären. Ja, also man muss sich das so vorstellen, das haben wir eben schon gehört, RNA ist eben das, was außerhalb des Zellkerns vorkommt. Und das Erbgut, was in jeder Körperzelle, in meinem Körper vorhanden ist, also was mich quasi ausmacht, mein persönliches Erbgut ist im Zellkern geschützt. Und das ist eine Einbahnstraße. Das heißt, aus dem Zellkern kann das Erbgut in die Zelle übertreten und dann in Form von RNA eben die Produktionsstätten der Zelle benutzen, um Proteine zu bilden. Und es kann aber nicht wieder die RNA zurück in den Zellkern. Das heißt also, dafür gibt es keinen Mechanismus und kein Enzym im Körper. Das heißt also auch, wenn das Virus oder auch eben der Impfstoff, der RNA-Impfstoff in meine Zelle hineinkommt, ist es im Prinzip wie ein Kochrezept, was ein paar Mal abgelesen werden kann, wird dann eben als Vorlage genutzt, um eben die Proteine, also dieses Spike-Protein zum Beispiel, zu synthetisieren. Und dann wird es aber auch wieder, diese RNA wird auch wieder von körpereigenen Mechanismen abgebaut. Das heißt, die verschwindet dann auch nach Stunden wieder und kann nicht in den Zellkern reingehen. Deshalb kann es also auch eben der Impfstoff das Erbgut nicht verändern. Die nächste Frage, das ist für den Kinderarzt natürlich prädestiniert, wenn das Kind Allergien hat, Allergiker ist. Ja. Was sagt der Kinderarzt? Das gilt ja auch bei den Erwachsenen. Also es gibt im Grunde genommen außer Polyethylenglykol und Polysorbat, das sind zwei Stoffe, die in dem Impfstoff enthalten sind. Und wenn man dagegen allergisch ist, dann hat man auch als Kind, wo man ja schon viele andere Impfungen bekommen hat, dagegen eine Reaktion gezeigt oder es kommt in Kosmetika vor. Aber es ist extrem selten. Ich habe es also in 40 Jahren in Wolfenbüttel als Kinderarzt nicht erlebt, dass ein Kind diese Allergie hat. Und alle anderen Heuschnupfen, Asthma, Haustier, Katze, Hund, Meerschweinchen spielt überhaupt keine Rolle und können und sollen auf alle Fälle geimpft werden. Ja, auch für jetzt mit Blick auf Kinder Autoimmunerkrankungen. Direkt stehen bleiben, Herr Loch. Gut. Auch Autoimmunerkrankungen erhöhen natürlich das Risiko, dass wenn ich an Covid-19 erkranke, dass es mir viel schlechter geht. Und es gibt also ein Argument, was auch ganz wichtig ist für diese Impfung. Es gibt ein Krankheitsbild, das heißt PIMS. Wenn man das übersetzt, heißt das pädiatrisch, also kinderbetreffendes, Multiorgan, also viele Organe betreffende Infektionssyndrom. Und das sind Kinder, also nur mal als Zahl, in den letzten anderthalb Jahren, Deutschland, Österreich, gab es Stand vorgestern 516 Kinder, die schwerst erkranken, die auf Intensivstationen liegen. Gott sei Dank haben alle überlebt. Einige, so um die 50, haben Restdefekte behalten. Und dieses kann man von diesen Kindern, ist keins geimpft gewesen, zumindest nicht ausreichend geimpft gewesen, wobei das natürlich auch ist, dass für diese Altersstufe es ja bisher noch nicht lange Impfstoff zur Verfügung stand. Und in der Braunschweiger Kinderklinik, ich habe vorgestern angerufen, hat es letztes Jahr 6 solche Fälle gegeben. Einige meiner Kollegen, ich habe so ein Rundmail an alle pädiatrischen Kollegen bis Gifhorn, Wolfenbüttel, Peine und so weiter gestellt. Und die haben... Da gibt es 2 PIMS-Fälle und es gibt Long-Covid zum Beispiel relativ selten. Und eigentlich kann man sagen, wenn man jetzt auch die Situation in den Kindergärten sieht, wenn jetzt die Kinder geimpft wären, dann würden sie, was Herr Jüttner eben gesagt hat, eben nur noch wenige Keime weitertragen. Aber die Praxis quält über an positiven PCR-Tests und Schnelltests. Das wissen Sie selber von Ihren Kindern und Kindergärten auch. Und eigentlich, wenn jetzt viele Kinder geimpft wären, dann können die sich untereinander auch anstecken. Wir haben als Kinderärzte in den Praxen eigentlich überhaupt nicht das Problem, dass wir Covid-19-Kinder behandeln müssen. Das klappt alles von alleine. Die meisten erkranken eben nicht schwer, nur diese mit dem PIMS. Und deshalb wäre es schön, wenn alle geimpft wären und sich dann ruhig anstecken. Und auch dann die Quarantäne in den Kindergärten, das wünschte sich eigentlich Herr Eberl aus der Kinderklinik, dass die Quarantäne abgeschafft würde für die Kinder, damit möglichst rasch wieder Normalität einfällt. Denn was wir in den Praxen haben, in gewaltiger Zunahme, sind psychische Veränderungen bei heranwachsenden jungen Mädchen, also Bulimie, Anorexie nimmt zu,
Schulprobleme, Bauchschmerzen, Psychologen, also alle stöhnen darüber, was das für ein Problem ist im Moment in der Praxis. Die nächste Frage, was ist, wenn mein Kind Covid hatte, nicht was ist da mit dem Kind, sondern muss man impfen oder nicht? Ja. Eine einmalige Infektion, das ist eben auch wie bei den Erwachsenen, baut eben einmal kurzfristig einen Immunschutz auf. Das heißt also, es werden Antikörper gebildet. Aber das ist eben so wie mit sämtlichen anderen Erkrankungen eigentlich, dass wenn nicht, oder mit vielen anderen Erkrankungen, dass wenn der Körper einmal mit einem Virus oder einem Bakterium konfrontiert wird, dann gibt es eben eine Immunreaktion, da werden Antikörper gebildet, dieses Virus oder Bakterium wird bekämpft, aber wenn es dann nicht wieder zum Körper kommt, also der Körper erneut damit konfrontiert wird und das Immunsystem, dann bildet sich eben kein lang andauernder Schutz aus. Und genauso ist das eben auch eben bei Covid. Das heißt, wenn das Kind eben einmal Covid hatte, dann sollte es im Anschluss dann, also mittlerweile ist die Empfehlung, so einen Monat nach Ende der Symptome, sollte es dann schon geimpft werden nochmal. Dann hat man erstmal den kompletten Impfschutz. Ja, reicht schon eine Impfung aus, hat Roland eigentlich gerade erklärt, da gilt ja natürlich das Gleiche für das Immungedächtnis. Da braucht man zwei und immunologisch ist das absolut schlüssig in sich. Es gibt jetzt die Daten noch nicht, dass auch die dritte dann erfolgen muss, um diesen Impfzyklus zu komplettieren. Die akuten Impfreaktionen bei Kindern, also wir haben bei uns, bei den 1000, die beim Krankenhaus jetzt da geimpft haben, eigentlich überhaupt keine gesehen. Kann man eigentlich vergessen, ich denke auch. Also auch wenn man mal einen Tag im Bett liegen muss, Covid ist schlimmer. So, jetzt wird es so ein bisschen rechtlich und wer haftet für Impfschäden, also die Staatshaftung bei Impfung? Und jetzt die Frage dahinter, das was jetzt nicht steht. Es gibt ja, die STIKO-Empfehlung ist ja auf eigenen Wunsch bei nicht vorerkrankten Kindern. Also das wissen, muss ich Ihnen jetzt nicht erzählen, das wissen Sie alle. Und der eigene Wunsch schließt der dann die Staatshaftung am Ende des Tages aus, wenn das Kind zu keiner Risikogruppe gehört. Und nein, das ist ganz klar. Das Bundesgesundheitsministerium hat sich da schriftlich positioniert. Die Staatshaftung gilt auch. Jetzt aber die Frage, warum verbirgt sich ja so ein bisschen dahinter, was ist denn mit dieser STIKO-Empfehlung jetzt eigentlich? Wieso, ich meine, was wir bis jetzt ja sagen, warum sieht die STIKO das denn anders? Und da muss man sich überlegen, was macht die STIKO? Die machen einen super Job. Also wäre völlig verkehrt zu sagen, die STIKO ist irgendwie doof und wir sind schlauer, sind wir nicht. Aber die STIKO hat einen ganz anderen Fokus da drauf, als jetzt zum Beispiel das, was gerade Herr Loch gesagt hat. Die STIKO, und das ist deren Auftrag, was Impfung angeht, das ist die Impfkommission, nehmen sich die Daten von einer Krankheit und was macht diese Krankheit bei einer Population? Und so ging das, also mit immer Blick auf einen vorliegenden Impfstoff, der da ist. Deswegen ging das jetzt los, Erwachsene, dann ging das bis 12 runter und jetzt geht es bis 5 runter, immer wie die Zulassung für diese Impfstoffe dann da waren. Und dann muss die STIKO gucken, wie groß ist das Risiko für x Schäden an dem Menschen in dieser Gruppe durch die Krankheit im Verhältnis zu Nebenwirkungen der Impfung? Also eine Risiko-Nutzen-Analyse. Und das machen die aber wissenschaftlich hundertprozentig korrekt, aber nur mit diese beiden Fragen. Und dann gucken die, wie schwer verläuft Covid in der Altersgruppe. Wie wird das Risiko für einen schweren Verlauf durch die Impfung reduziert? Das ist das eine. Und was ist mit Nebenwirkungen? Das ist das andere. Und jetzt ist das ja erstmal, wenn man nur das sich anguckt, bei meiner Oma oder bei meiner Mutter mit 80 Jahren ist das relativ einfach. Da wissen wir, da gibt es viele schwere Verläufe, wenn man nicht geimpft ist. Wenn man geimpft ist, gibt es wenig schwere Verläufe. Und die Nebenwirkungen sind jetzt aufgrund von Milliarden von vorliegenden Daten total gering. Also ganz klare Empfehlung. Bei den Kindern wissen wir auch, die Verläufe sind wesentlich weniger dramatisch. Da verstirbt kaum ein Kind dran, wenn überhaupt. Es gibt diese schweren Verläufe, die aber auch
selten sind, viel seltener als bei den Erwachsenen, je älter sie sind. Und es gibt jetzt im Vergleich dazu noch weniger Daten, was die Nebenwirkungen angeht, weil diese STIKO-Empfehlung, das, was die sich da angeguckt haben, also die, da werden Studien gesammelt aus der ganzen Welt und dann werden die durchgelesen. Und diese Empfehlung, die da ausgesprochen wurde, die Daten, die da genommen wurden, die sind irgendwann aus dem November zusammengetragen. Das heißt, da wurde in Deutschland noch gar nicht geimpft. Und die einzigen Daten, die vorlagen, sind aus Israel und Amerika gewesen, in einer kleinen, relativ kleinen Stückzahl, 2-3 Millionen Anwendungen, die da stattgefunden haben. Und dann sagt die STIKO natürlich, auch, ist auch logisch zu dem Zeitpunkt, wir haben nur einen begrenzten Überblick über Nebenwirkungen, da fehlen noch mehr Daten, die jetzt über die Zeit kommen werden. Und dagegen wissen wir aber, der Verlauf nur auf den Krankheitsverlauf ist bei den Kindern ja gar nicht so dramatisch. Also eingeschränkte Empfehlung, so wie es jetzt auch drin steht bei Vorerkrankungen, da ist der schwere Verlauf wesentlich häufiger. Also starke Empfehlung, auch wenn wir nicht genau wissen, wie das mit den Nebenwirkungen ist. Aber Wissen heißt ja nicht, dass da welche kommen, sondern wir sagen einfach, ja, uns fehlen die Unterlagen dazu. Und jetzt laufen diese Daten halt einfach auf. Das heißt, es wird bestimmt nochmal aktualisiert. Was die STIKO 0 betrachtet, und das sollen die auch gar nicht, ist das, was Herr Loch eben gesagt hat, der ganze Rattenschwanz, der hinten dran hängt, was Sozialkontakte angeht, was Quarantäne angeht, was Zuhausebleiben angeht, was familiäres Umfeld angeht und so weiter und so fort, was dann natürlich jetzt auch mit den aktuell geltenden Quarantäneregeln, das heißt, als Kontaktperson muss ich oder mein Kind nicht mehr zu Hause bleiben, sondern nur auch als Infizierter, das sind Sachen, die betrachtet die STIKO nicht. Müssen die nicht, sollen die nicht, dürfen die nicht. Das sind aber Sachen, die ich finde oder die ich für die Impfung bei meinem Kind natürlich mit in die Waagschale geworfen habe. Also das muss jeder selber wissen. Jetzt nochmal faktisch zu diesen Herzmuskelentzündungen. Ich habe es ja eben schon ein paar Mal angerissen. Kann auch Herr Loch, glaube ich, ganz gut was zu sagen. Und die nächste Frage auch noch direkt, wie läuft denn Covid bei Kindern? Ja, also diese Herzmuskelentzündungen treten zu 90% bei männlichen Geimpften auf, also bei Jungen zwischen 12 und, ich glaube, 28 Jahren und nahezu immer bei der zweiten Impfung. Und deshalb wird bei der zweiten Impfung mit BioNTech oder Moderna auch gesagt, dass die Kinder eine Woche lang keinen Leistungssport oder keinen starken Sport treiben. Das schützt nicht vor dieser Erkrankung, aber wenn sie die jetzt in sich tragen würden in leichter Form und würden sich extrem körperlich verausgaben, dann könnten sie zusammenklappen. Und deshalb sagt man das einfach zur Sicherheit. Aber von Zahlen her gesehen ist das auf 1 Million, betrifft das 13 Personen. Und es ist so, dass bei den kleineren Kindern, um die es ja heute geht, 5 bis 12, in Amerika gibt es schon Studien über 9 Millionen oder Beobachtungen über 9 Millionen Geimpfte und sind gerade 2 Studien veröffentlicht worden mit 41.000 Befragungen. Und bei denen scheint das gar nicht vorzukommen. Also wenn wir jetzt die jüngeren Kinder impfen, haben wir mit der Myokarditis Gott sei Dank keine Probleme. Und Covid bei Kindern, was ich vorhin schon sagte, in der Praxis, wir machen die Abstriche, wir kriegen die Ergebnisse. Aber dass uns mal jemand anruft und sagt, was mache ich denn, also außer Ibuprofen und Paracetamol, die sind nicht so schwer krank, bis eben auf wenige Ausnahmen. Nochmal zu den Herzmuskelentzündungen, da hatte Roland auch nochmal, das Verhältnis rausgearbeitet zwischen Infektion und Impfung, was die Myokarditis angeht. Also das ist auch eine ganz wesentliche Sache. Es entsteht so ein bisschen der Eindruck, dass die Herzmuskelentzündung eine ganz spezifische Komplikation oder Nebenwirkung der Impfung ist und dass bei der Covid-Infektion das vielleicht gar keine Rolle spielt, aber genau andersrum ist eben der Fall. Es ist so, dass eben das Risiko für eine Herzmuskelentzündung, wie Herr Loch schon geschildert hat, extrem gering ist. Also es liegt im 0,005-Promille-Bereich für BioNTech zum Beispiel in der Altersgruppe der Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Und hingegen gibt es aber eine sehr schöne Untersuchung, wo man mal eine ganze Menge junger Sportler untersucht hat, die allesamt Covid hatten, und zwar unterschiedliche Verläufe. Die meisten hatten eigentlich relativ leichte Verläufe. Und man hat bei denen eine Kernspintomographie gemacht vom Herzen, eine spezielle Untersuchung.
so ein sogenanntes Cardio-MRT, und hat da bei 60% dieser untersuchten jungen Menschen hat man entzündliche Veränderungen, also in der Bildgebung wirklich Hinweise auf entzündliche Veränderungen im Herzmuskel und im Herzbeutel gesehen. Und das fand ich schon ganz beeindruckend. Das heißt also, das ist eben, deckt sich damit, dass Covid selber einfach ein ganz viel höheres Risiko in sich birgt für eine Herzmuskelentzündung und eben dann auch symptomatische Herzmuskelentzündungen. Das ist das, was wir eben auch bei den schweren Verläufen sehen auf der Intensivstation, dass es eben nicht nur eine reine Lungenkrankheit ist, wie man das vielleicht so meinen mag, was eine Lungenentzündung macht, sondern dass es eben eine Gefäßerkrankung ist, eine Multisystemerkrankung. Also das Herz ist häufig betroffen, die Nieren sind betroffen, die Bauchspeicheldrüse, die Leber. Wir sehen Thrombosen und auch sogenannte thrombembolischen Ereignisse, also Schlaganfälle, Durchblutungsstörungen vom Darm, die in der Folge auftreten, die eigentlich, wo man am Anfang dachte, naja, es ist ja eine Lungenentzündung, aber es ist eben viel mehr. Und viele oder eigentlich die meisten der Patienten, die bei uns auf der Intensivstation im Rahmen eines schweren Verlaufs verstorben sind, sind gar nicht direkt an dem Lungenversagen gestorben, sondern tatsächlich an diesen anderen Komplikationen, die eben die Infektion noch mit sich bringt. So, die letzten Fragen. Ja, ist das Nutzen größer als das Risiko? Das ist muss jeder für sich abwägen, aber ich denke, da haben wir jetzt schon genug zu gesagt. Aus unserer Sicht unisono ist das Nutzen, der Nutzen wesentlich, wesentlich größer als das Risiko der Impfung. Gerade mit, was wir jetzt auch immer tibetanisch quasi wiederholen, da wir der festen Überzeugung sind, das Virus wird uns alle erreichen. Also wir können uns nicht davor wegducken. Die nächste Frage eigentlich auch schon beantwortet. Kann mein geimpftes Kind weiter ansteckend sein? Ja, aber nicht in dem Maße, wie es eventuell als Bioreaktor funktionieren würde und als Keimschleuder bei einer hohen Viruslast, wenn es dem nicht so schnell begegnen kann wie mit Impfung. Dann die Quarantäneregeln, die ja am Wochenende irgendwie in Kraft getreten sind, auch gerade schon angesprochen, finde ich absolut richtig und vernünftig, dass das so entschieden wurde, dass man als Kontaktperson nicht mehr, also als geimpfte Kontaktperson nicht mehr in Quarantäne muss. Und das bringt, ist jetzt zum Glück bei uns zu Hause noch nicht passiert, aber gehe ich mit einem viel besseren Gefühl ran und sage, okay, also geht ja jetzt nicht darum, was wir zu Hause dann machen, sondern der eine bringt aus der Schule quasi, wäre Kontaktperson, und dann dürfte er nicht mehr in die Schule gehen, dann müsste er zu Hause bleiben, dann kann ich nicht mehr arbeiten gehen. Was da dann für ein Rattenschwanz dranhängt, was seit 2 Jahren so läuft, und ich glaube, jeder das in seinem Umfeld auch schon mitgekriegt hat, ob es nur selber war oder bei irgendwie Bekannten, das ist einfach ätzend. Muss mein geimpftes Kind weiter getestet werden? Das ist ja so eine mittlerweile in den Schulen eine Kann-Lösung. Kann man, muss man aber nicht. Wir testen im Moment unsere Kinder weiter. Die sind geboostert mittlerweile. Die waren früh dran im Impfen. Es kann halt immer noch ein bisschen Übertragung da sein. Insofern kann das jeder sich überlegen. Und jetzt am Ende eine Frage, die jetzt schon eigentlich den politischen Diskurs ja eröffnen würde, was wir nicht machen wollen. Müssen wir jetzt unsere Kinder nur impfen, weil wir es nicht hinkriegen, gesamtpolitisch, gesellschaftlich genug Erwachsene zu impfen, mit Blick auf Herdenimmunität? Und das halte ich für völligen Blödsinn, weil mir geht es um mein Kind. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen. Mir geht es um mein Kind. Das hat was von der Impfung. Das muss nicht mehr in Quarantäne. Das muss keine Angst haben, die Oma anzustecken, oder hat es nicht mehr. Also das ist wirklich, das sehen wir jetzt nicht nur bei unseren eigenen Kindern oder Enkeln, sondern das haben wir jetzt im Impfzentrum auch häufiger gesehen, wirklich, dass Kinder kommen und die sind geimpft und sagen dann wirklich, ja, jetzt kann ich keinen mehr anstecken. Das stimmt so nicht, aber das Kind sagt so, ich bin jetzt sicher und ich kann Oma auch nichts mehr tun. Damit wären wir jetzt mit dem Ritt soweit eigentlich durch.